Ich werde gerade extrem bombardiert. Meine Schilde sind fast tot. Jetzt wird's ja richtig hart hier. Uiui. Phantom. Okay, die Phantom explodiert gleich. Aua! Die Explosion hat mich getroffen. Und von irgendwas werde ich noch angeschossen. Auch noch eine Phantom. Es sind genug Phantoms. Jeder nimmt sich eine vor, okay. Ich habe ja schon eine. Boah, von was? Boah, leck mich. Da. Zweite besiegt. Boah, leck mich. Hüllen die denn Integrität ist bei irgendwas. Von wo werde ich die ganze Zeit? Da. Ich baller jetzt einfach drauf, bis nichts mehr geht. Oh, mein Schild ist bei 41%. Mein Schild ist schon. Ah, jetzt. Es hat wieder nachgeladen, okay. Ja, bei mir auch. Bam, durch die Explosion. Boah, das sieht geil aus. Von was werde ich die ganze Zeit getroffen? Ah, da. Das sind noch Banshees, ein paar. Kontrollpunkt erledigt. Wo ist Seraph-Dings da. Seraphendings. Ja, ich sehe es. Ich schieße schon drauf. Habe auch mit drauf geschossen. Gut. Das sind doch noch mehr, oder? Da ist noch ein Benji gewesen. Keine Ahnung. Also, wenn man es vielleicht merkt, man nähert sich so langsam dem Finale entgegen. Die Schlachten werden immer hardcore-mäßiger, wie ich finde. Also, man sieht richtig, wie in Reach langsam der Krieg einkehrt. Wir müssen andocken, okay. Da. Ja, ich fliege da mit voller Geschwindigkeit rein. Solange das meine Schubdüsen aushalten. Okay, geht. Sequenz! So! Hier draußen, Sex. Pardon, M-Wiedereintrittspaket gelöst. Ich brauche deinen Eingriff. Pardon, M-Wiedereintritts. Cockpit-Druckablass abgeschlossen. Kabinendachhebel aktiviert. Norbe 5, bitte wiederholen. Oberflächenraster 19x22. Gerne. MND Schwertbasis, Sektor 18G. Wärmedesign. Norbe 5, Ihr Puls ist erhöht. Sie können für Dr. Halsey und die anderen in der Schwertbasis nichts tun. Die Berechnungen stehen fest. Norbe 5? Ich weiß. Bravo 029, Sie dürfen die Schubdüsen wieder anwerfen. Noble 6, hier spricht Holland. Ich höre keine. Wir haben ein Schiff der Corvette-Klasse markiert, das Kurs auf unser Ziel hält. Mit unserer provisorischen Bombe an Bord wird die Corvette zum Lieferanten. Noble 5 eskortiert die Bombe, Ihr Sabre-Team macht uns Platz zum Beladen. Verstanden, Colonel. Da sie schon ihren Überraumantrieb gegeben hat, wird die Savannah Ihnen mit lokaler Feuerunterstützung zur Seite stehen. UNSC Savannah. Wir stehen hinter Ihnen, wenn auch am Boden. Ich riskiere hier meinen Kopf für das Noble-Team, Lieutenant. Wir erledigen das, Colonel. Sechs aus. Zielkorvette in Reichweite von Navigationsstation RA-15 gesichtet. Haben Sichtkontakt. Ziel bestätigt. Es geht weiter. Ah, okay. Sind sie da verbündet? Warum leuchten die nicht rot? Was ist denn da unten? Irgendwas müssen wir schießen? Ja, auf den Schiffen, auf irgendwas. Das sind Benjis. Ah, ne, das ist ein Serah. Ich kümmere mich ums Schiff so gut wie. Ich werde gerade von irgendwelchen Lasern abgeschossen. Ah, genau, ich weiß, was wir machen mussten. Was denn? So konnte man das Schiff sauleicht besiegen. Wie? In die Düsen schießen. Aha. Einfach in die Düsen schießen. Genau. Wird eher angezeigt. Ja, jetzt, weil ich drauf geschossen habe. Sonst nicht? Nee, ich glaube nicht. Mann. Also ich glaub's nicht, nee. Boah, explodiere. Oh Gott, ich fliege in die Düse rein.
Tofu. Ach, bin ich vorhin auch. Banshees. So. Du kümmerst dich um die Banshees, ich ums Schiff. Wieso, das Schiff ist gleich kaputt? Eine Düse fehlt. Ja, eben. Das mache ich ja gar nicht. So. Passt, da ist das Erdenschiff, das um Weiten kleiner ist. Aua, ich häng hier fest. Toll. Ich bin tot. Warum auch immer? Was, warum? Ich bin einfach explodiert. Ich, also ich bin hängen geblieben, dann bin ich explodiert. Ich bin auch einfach explodiert. Ja, ich bin hängen geblieben, auf jeden Fall. Also ich mach diese Raff-Dingsbums hier gar kaputt. Boah, ich bei mir heißt das Ding nur Seraph, weil es auf Englisch ist. Heißt das bei mir nicht auch noch? Seraph, ja, heißt bei mir auch. Also nur Seraph, ne? Ja. Ja, ja, bei mir auch. Dachte nur, es liegt dran, weil es vielleicht Englisch ist. So, nächstes Set. Bitte. Boah, ein Schuss und meine Höhlen. Destroy. Ah, wir müssen die Corvette Fighter eskortieren. Was hat mich da gerade so arg getroffen? Die Corvette ist ein Online, ein Multiplayer. Ist eine Multiplayer-Map, oder? Glaube ich, ne. Ich habe keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall konnte man die in Feuergefecht spielen. Boah, was trifft mich da die ganze Zeit so stark? Das frage ich mich auch gerade. Und ich werde die ganze Zeit nach links gezogen. Controller fail. Boah, das ist das Schiff. Bin schon wieder explodiert. Wie das? Weiß ich nicht. Bin irgendwo rangeeckt. Und dann explodierst du gleich. Das wäre mir neu. So, da ist der Raf stirb. So. Ey, das ballert da schon wieder auf mich. Irgendwo in der Richtung war das. Ja, da. Tralalala, Seraph stirb. So. Boah. Das Ding will auch nicht explodieren. Das Erdenschiff ballert auf mich. Ja, okay. Weißt du, wie? Das ist doch gar... Doch, tatsächlich. Ups. Da wartet irgendein Geschütz auf mich. Aua. Ups, bin hier reingeflogen. Dankeschön. Kein Problem. An Bord der Corvette gehen. Warte, vorher schieße ich noch das Schiff da ab. Da. Verrecke. Man muss perfekt da reinfliegen, sonst geht es, glaube ich, nicht. Ich bin jetzt irgendwo falsch reingeflogen. Wo muss ich hin? So weiß ich eben auch nicht. Ich bin irgendwie, ich glaube von oben. Ja, genau. Videosequenz. Zu Verwandten. Okay. Oh, wir können schön hoch springen, übrigens. Schwerelosigkeit. Und man hört keinen Waffensound mehr. Der Grund hierfür ist auch recht logisch, wie ich finde. Im Weltraum gibt's keine Luft, deswegen kann sich der Schall auch nicht ausbreiten. Oder ist irgendwie eine Elite. Deswegen ist hier Stille. Ja, das ist einfache Physik, glaube ich. Warum können sich die so schnell bewegen trotzdem? Weil die Eliten Alien-Viecher sind, die, die so in den Weltraum angepasst sind. Super cool. Oh, das sind Plasmagranaten. Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwo hoch, oder? Ich, oder runter? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube hier hoch, wo ich bin hier. Oder? Da bin ich ja gerade, oder? Wir müssen, nee, ganz hoch müssen wir nicht, wir müssen ganz runter. Unten geht's weiter. Okay. Da unten, genau. Boah, ich fliege. Ist doch sau cool. Ich glaube, jetzt machen wir irgendwie gleich die künstliche Schwerkraft an und dann... Oh, da war irgendwie... Hä? Warum ist die Tür gerade zugegangen? Ich vermute... Nee, keine Ahnung. Vermute gar nichts. Warum haben die Grunts auf einmal Schilde? Weil das die Ultra, die Grunts mit Rüstungen sind. Sieht man doch. Das sind nicht die normalen.
Die haben nämlich jetzt noch einen Eisenpanzer, glaube ich, an. Mhm. Oh Mann, ich kann hier gar nicht einschätzen, wie die Granaten fliegen. Ja, die fliegen wirklich irgendwie. Das komisch. Ist halt komisch. Getickt. Okay, der Lead ist tot. Da fehlt noch. Aber ich habe nur noch ein Leben. Ja, ich habe nur noch ein Leben. Ich bin tot. Was? Wie? Tot? Ja, geh weg, renn weg, renn ich weg. Ich versuch's. Du stirbst. Ja, ich sterbe. Boah. Nirgendwo ist man sicher. Boah, renn schneller. Hinter dir. Ups. Du explodierst gleich. Boah. Wenn du noch ein paar Nadeln abbekommst, explodierst du einfach. Okay, ich bin wieder da. Das war jetzt knapp. Oh, der Elite. Boah. Da lasse ich mal die Semtex fliegen. Und dann kill ich keine Camper mit der MP7. Das ist schon nervig. Ob Mission oder Outpost. Ich bewege mich laut. Ne? Ja. Jetzt weiß ich sogar, was das für Maps sind. Wörg. Wörg. Mag das Spiel. Er denkt an MW3. Wörg. Ja, ich könnte da kotzen. Du bist. Ich habe mich mit einer Granate selbst gekillt. Ich spring da hoch. Oder geht es überhaupt? Ich aktiviere es. Ich kann nicht mehr so hoch springen, wieso? So. Ach, wir haben keine Schwerelosigkeit mehr. Sequenz. Pulverfass ist an Bord, Kane. Verstanden. Bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Korvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. 5. Schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also Beeilung, okay? Okay, weiter geht's. Hey, Soldat, ich will die DMR. Ja, gib's. Hey Soldat, ich auch. Wo bist du? Hey Soldat. Wer hat die DMR? Hey, egal. Ah, ich hab sie. So. Granatwerfer, bam. Elite, bam. Oh, ach so, da. Ah, hast doch eine Granate rein. Na, noch einen Kopfschuss verteilen vielleicht hier. Besiegt. Ehe. Ein bisschen Teabaggen hier. Hey, hinter mir. Was wie wo? Attentat geben, wo ist er hin? Hinter dir. Was wo? Ich bin tot. Respawn-Gebiet nicht sicher, okay jetzt. Hab einen Headshot gegeben. Okay, jetzt ist die Schwerelosigkeit wieder normal. Oder halbwegs normal. Wir können noch immer. Heißt es jetzt, sie ist an oder nicht? Ja, sie ist an. Oh Gott, da unten sind viele Eliten. Ja, ich sehe es. Oh, leck mich doch. Wo? Ui. Der hat sich gerade getreten. Bam! Tot. Verrecke. Okay, jetzt sind alle tot, oder? Ich hoffe es. Hat er eine DMR, oder? Ja, gib her, Mann. Gib her, Mann. Meine DMR ist gleich leer. Ja. Interessant. Gib her, Mann. Voilà. Gut, haben wir DMR. Loading done. Wo bist du schon? Bei einem richtig coolen Raum, wo man Reach sieht und eine Elite hier rumrennt. Okay, der ist unsichtbar. Ja, oh der. Oh ja, ich sehe es. Und tot. Sichtbar und tot. Du bist tot. Nee, er.